Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur Folge 64 von Let's Play Transport Fever. Und wir haben in letzter Folge eine Linie gebaut von unserer Weizenproduktion, vom Bauernhof, zu dieser Lebensmittelfabrik, die dann höchstwahrscheinlich Alfhausen mit Lebensmittel beliefern wird. Genau. Wir haben erstmal eine Zugstrecke gebaut. Letzte Folge haben wir einen Erfolg erzielt und haben herausgefunden, dass wir Flugzeuge bauen, also Flughäfen bauen können. Da, Flughäfen bauen. Und Flughäfen. Ne? Wo war es gerade? Flughäfen bauen. Und wir können Hochgeschwindigkeitsgleise bauen. Und da haben wir unser erstes Hochgeschwindigkeitsgleis schon mal gebaut. Und das befindet sich hier. Und mir ist gerade aufgefallen, nee, das habe ich das doch. Ist auch mit Strom versorgt. Okay. Haben wir schon mal vorgesorgt. Haben hier eine Brücke gebaut. Von Soprock. Finde ich eigentlich gut gelungen. Und haben letzte Folge angefangen, hier ein wenig die Landschaft anzupassen. Dass das ein bisschen schöner ausschaut. So. So. Schaut doch gleich viel besser aus. Hier hinten haben wir das, glaube ich, schon gemacht. Genau. Hier haben wir das gemacht. Und da tun wir hier gleich mal die Hochgeschwindigkeitsgleise ändern. Oh, wenn ich das Geräusch gehört habe, hat sich gerade diese Fabrik geupdatet. Oh. Fahr es mal voll. Fährst du weiter? Fahr weiter. So, meine Devise. Weil da ist nämlich erstmal alles, was da bisher auf dem Bahnhof ist, ja weg. Ne? Logischerweise. So, machen wir das erst auch mal. Kollision. Alles klar. Hier vorne können wir es nicht machen. Aber wir haben hier ein Depot. Wir können auf jeden Fall. Achso, hier, zack, sowas. Von dem Depot aus sagen. Wir können von dem Depot aus sagen, hier so. Und so. Wenn das jetzt klappt, müsste ja eigentlich klappen. Könnte man DPA aussagen, so. Und aber auch so. Wenn das machbar ist. Warte mal, ich mach das extra jetzt mal ab. So. Und gehe jetzt mal hier so rum. Genau. Jetzt klappt das Ganze. Jetzt tun wir das nochmal anpassen. Anpassen. Das macht wirklich vieles viel einfacher. Wenn ihr gerade im Hintergrund einen Hund hört, der jault ein bisschen rum. Krümmung zu groß. Zack. So. Bauen wir das mal so. Und jetzt erstellen wir mal eine Linie. Neue Linie. Von hier. Nach da. Das ist nicht Linie 1. Wie haben wir die denn genannt? Guck mal, wie schön man hier jetzt scrollen kann. Oh, das ist doch schön. Ist das doch.
LKW-Brothilz. Müsste irgendwo einen Zug geben. Zug Getreidevieh. Wenn ich ihn auch einfach mal. Zug 26 ist das ja dann. Zug 26. Getreide. Vieh. Zug 26 wurde hinzugefügt. Habe ich. Ach so, ja. Getreide wird mit T geschrieben, nicht mit D. So. Super. Und wir hatten vor uns einen kleinen Disput, weil irgendein Fahrzeug hier schon abgelaufen ist. Müssen wir mal gucken, welche Buslinie das ist. Dazu gehen wir mal hier hin und gucken da drauf. Da stehen die Lehrer dahinter und da ist es ja rot angezeigt, wer im Endjahr ist. Die 31er wahrscheinlich hier, ne? Stahnsdorf. 201 Stahnsdorf. Ja, stimmt, die könnte ich eigentlich alle mal hier ein Fahrzeugwechsel geben. Und die erst hier. Gebe ich alle am besten mal hier. Fahrzeugersatz. Aber das machen wir mal in der nächsten Folge. Wir kümmern uns erstmal um diesen Zug. Diese Linie. Also gehen wir mal hier rein. Gucken wir mal, wie schnell der fahren kann hier. 120. Was hat denn der für eine Leistung? Ja, eine gute Leistung. Und was hat der für eine Leistung? Das ist schon mehr. Und der kann ja nur 100 km, also Stundenkilometer. Nehmen wir den einfach mal. Und gucken hier nach Gütern. Und wir brauchen ja Vieh und Getreide. Hier ist schon mal Getreide. Und hier ist wahrscheinlich Vieh, genau. Vieh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Getreide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setzen wir den jetzt mal hier drauf. Alle zuweisen. Zug 26. Gucken wir mal, ob da hier auch was ankommt. Auf dem zweiten Gleis. Müsste eigentlich in der Zeit kommen. Ich beschleunige mal kurz. Ach so, wollen wir Beschleunigung stoppen. Beschleunigung stoppen. Ich habe wieder auf Normalgeschwindigkeit. Wir müssen natürlich auch erstmal hier eine Verbindung zur Stadt bauen. Ich dösel. Das ist gut, wenn ihr hier schon eine Verbindung gebaut habt. Dann nehme ich einfach hier mal mir das Recht raus, eine Landstraße zu bauen. So quer über auf den Berg hoch zu bauen. Einfach nur so, weil ich es kann. Wo ist die Lebensmittelfabrik? Da. Die Straße, die geht einfach mal so. Und hier geht eine Querstraße rein. Och, wenn das so geht, ist zwar knapp, aber es funktioniert. Ich setze hier mein OK, wenn ich sage Güter, LKW-Station. Und hier unten in Alfhausen, wo wir das mal am besten hinsetzen.
Dazu nehme ich mal dieses. Und die brauchen ja Brot. Also die blauen. Also hier im Zentrumsbereich auf jeden Fall. Wie groß ist denn das Ding? Groß. Was passt da auch nirgendwo hin? Hier passt es hin. 7 Gebäude wäre dabei entfernt. 9 Gebäude werden entfernt. Ich würde es einfach mal hier hinbauen. Neue Linie. Zack. Zack. Und die nenne ich jetzt LKW. Brot. Hier Alfhausen. Müssen wir nur noch ein paar Leute draufsetzen und dann läuft das Ganze. Und die Leute kriegen mehr von hier. Güter sind das, ne? Güter? Das Ding. Und zwar Brot. Oho. Hab ein bisschen Husten. Wo steht denn das hier? Lebensmittel hier unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alle zuweisen auf LKW Brot Alfhausen. Dass ja mal ein bisschen Schwung reinkommt in das Ganze. Und ich guck mal, wo der Zug hier festhängt. Guck mal, der hat sogar schon was dabei. Mit diesem wunderschönen Anblick. Verabschiede ich mich mit dieser Folge. Wünsche noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.